Wir sind hier bei der mobilen Fahrradwerkstatt beim Festival Fürth im Übermorgen, dem Nachhaltigkeitsfestival. Stell dich doch mal kurz vor und sag, was du hier machst und was du sonst in deinem Leben mit dieser Fahrradwerkstatt am Hut hast. Also ich bin der Michael Günder, bin beim Freiwilligenzentrum seit 3 Jahren schon dabei und mache die Nachbarschaftswerkstatt bei der Kinderarche immer montags. Helfe dem Gerhard bei seinem Fahrradhänger. Also das Ding ist elektrobetrieben. Also Dreirad, ein Antriebsrad vorne und 2 Räder hinten, die sieht man fast nicht. Und ja, kann man mit einem normalen Fahrrad schieben. Ja, und die Funktion ist es halt, erfahrene Werkstatt zu sein. Das heißt, man hat alles dabei, was man braucht. Warum ist es wichtig, erfahrene Werkstatt zu haben? Naja, um mobile Standorte bedienen zu können. Zum Beispiel in der Frohnmüllerstraße ist eine Flüchtlingsunterkunft. Die können dann von der Nachbarschafts-, also von der Gemeinschaftsunterkunft zu uns kommen am Mittwoch. Und dann halt ihre Räder kostenlos reparieren lassen. Gegen Erstattung halt der Ersatzteile zumindest. Das heißt, wenn man jetzt ein kaputtes Fahrrad hat und nicht 3 Kilometer zur nächsten Werkstatt schieben möchte, dann bietet ihr quasi Punkte in der Stadt an, wo man sich das reparieren lassen kann oder mit reparieren kann. An verschiedenen Tagen halt. Im eigenen Heim, auf der HT, dann die Südstadt. Kinderarche ist ja dauerhaft montags immer in Aktion. Die unterstützen wir auch, soweit geht. Und ja, so erreicht man eigentlich jeden Stadtteil. Und jeder hat maximal 1 Kilometer bis halt zur Werkstatt.